grüße euch. Ich habe meine Pinkbox bekommen für den Monat September und die möchte ich euch gerne zeigen. Es wird meine vorletzte Pinkbox sein. Es kommt noch eine im Oktober, meine letzte, weil ich sie entabonniert habe. Der Grund ist, ich möchte von Drogeriekosmetik rüber switchen auf Naturkosmetik und da gibt es, glaube ich, zumindest eine kenne ich, auch Boxen, die nur Naturkosmetik beinhalten. Was Make-up betrifft, da habe ich schon jede Menge aussortiert und verschenkt. Dann habe ich mir gedacht, bestellt eine andere Box. Und zwar habe ich von der Fairy Box gelesen. Und sonst kenne ich eigentlich keine Boxen, die Naturkosmetik beinhalten. Wenn ihr welche kennt, gerne in die Kommentare. Und ja, dann legen wir einfach mal los. Und zwar habe ich in der Pinkbox bekommen eine Zahnpasta von der Firma Zendium. Ist das die Firma? Ja, ich denke Firma Zendium. Und das ist eine Zahnpasta mit Proteinen und Enzymen. Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte des Mundes. Ich habe eine Zahnpasta, die ich regelmäßig, ja klar regelmäßig, aber halt die spezielle Zahnpasta, die ich regelmäßig benutze, von der ich begeistert bin, weil sie auch auf natürliche Art die Zähne aufhält. Hol sie mal eben. Und zwar ist das die hier, AP24 Whitening Fluorid Toothpaste. Ja, diese Zahnpasta, die kann ich empfehlen. Und deswegen, ich denke mal, die werde ich meinem Mann geben. Der kann sie benutzen. Und zusätzlich zu dieser Zahnpasta kam dann auch von der Firma Zendium eine Zahnbürste. Die werde ich benutzen, weil diese Zahnbürste ja, Borsten hat, die teilweise verlängert sind, sodass diese Borsten auch in die Zahnzwischenräume kommen können. Ja. Die werde ich auf jeden Fall für mich behalten und die bekommt dann mein Mann. Als nächstes habe ich hier eine Hand- und Nagelpflege von Camille. Die soll wohl recht schnell einziehen. Smartphone ist hier abgebildet und ihr kennt das, wenn man sich die Hände eingecremt hat und dann an sein Handy geht, an sein Smartphone, dass dann fettige Abdrücke entstehen. Bin mal gespannt, wie die funktioniert, ob sie wirklich so schnell einzieht. Handcremes kann ich immer gut gebrauchen. Diese hier ist auch sogar vegan. Und entweder für den Schreibtisch oder fürs Auto oder für die Handtasche, für Nachtschränkchen. Davon kann man nie genug haben. Dann habe ich hier von Rival de Loop einen Monolidschatten in der Farbe Vanilla Glow. Die werde ich abgeben. Ja, erstens Monolidschatten mag ich nicht so gerne. Ich habe lieber alles schön in einer Palette gesammelt. Und ja, ich probiere das mal eben aus. Oder swatch das mal eben. Ja, das ist so ein Weiß. Also für mich ist das kein Vanilla, eher Weiß. Und die Pigmentierung ist natürlich nicht so gut. Ne, also Pigmentierung kann man vergessen. Den werde ich dann auch in die Verschenkkiste legen. Dann können sich meine Schwestern was daraus aussuchen. Und dabei war noch Rival de Loop Intense Eyeliner. Scheint mir eher ein Kajal zu sein. Es ist sehr weich, aber ich benutze lieber Flüssig-Eyeliner, weil ich damit einfach besser zurechtkomme. Hier oben ist noch ein Anspitzer. Ne, Moment. Hier oben ist noch ein Anspitzer mit dabei. Und komm weg. Was noch dabei war, ist die Contouring-Palette von Yuma Cosmetics. Und ich habe sie von meiner Schwester geschenkt bekommen zu Weihnachten. Allerdings liegt sie schon seitdem in meiner Schublade. Ich habe die schon mal geswatcht und so weiter und auch ausprobiert. Aber ich komme mit ihr einfach nicht zurecht, weil es sich einfach um
ja, um eine cremige Konsistenz handelt. Ne? Also da ist ein cremiger Highlighter drin. Wo ist er denn jetzt? Ich glaube... Einer von den beiden ist der Highlighter, also ein Highlighter ist da drin, ein helles Contouring, dunkles Contouring und ein Blush. Und der kommt dann auch in die Verschenkkiste. Dann habe ich hier von Garnier das Skin Active. Ich habe das Micellenwasser von Skin Active, fand ich gar nicht mal so schlecht, vom Duft her und von der Reinigung. Das hier ist ein regenerierendes Waschgel mit Blütenhonig für trockene Haut, ohne Parabene, ohne Silikone, ohne synthetische Farbstoffe. Aber ich denke, da wird sich wohl jemand anders darüber freuen müssen. Als Goodie eine Haribo-Tüte Fruit Mania Joghurt mit 10% Fruchtstoff im farbigen Teil. Finde ich gut, dass sie das dabei gelegt haben. Und darüber werden sich auf jeden Fall meine Kinder freuen, weil ich ja auf Diät bin. Und dabei war auch noch die Zeitschrift Barbara. Ich kenne die nicht. Ist die neu? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist da die Barbara Schöneberger abgebildet. Und ja, ich schaue mir das gerne an. Sind da Pröbchen bei? Ja, da sind auch Pröbchen dabei. Also ja, darüber freue ich mich auch sehr. Ja, das waren die Produkte und jetzt wollen wir einmal den Preis überschlagen. Die Preise habe ich euch ja schon eigentlich schon oben eingeblendet. Und wenn wir das jetzt zusammenrechnen, kommen wir auf einen ungefähren Preis von ca. 30 Euro mit dieser Zeitschrift und der Haribo-Tüte. Und ja, ich bin selber jetzt nicht unbedingt sehr zufrieden mit der Box. Ja, weil es einfach, ja, es hat einfach nicht meinen Geschmack getroffen. Liegt nicht an der Box, es liegt nur an mir. weil ich die Palette schon habe, weil ich, erstens die Pigmentierung ist total blöd. Sehr, sehr schlecht und ich wollte sowieso keine Monolidschatten mehr kaufen und dann, ja, Eyeliner, ich benutze nur flüssigen Eyeliner, Kajal benutze ich eigentlich gar nicht. Ja, und alles andere, ja, mein Mann bekommt die Zahnpasta, also auch nichts für mich. Was ich behalte, ist die Zahnbürste und die Handcreme, weil die auch vegan ist. Und ja, das hier kommt auch weg. Also, wie gesagt, für mich war die Box einfach nichts. Nee. Ja, ich bin mal gespannt, was in der nächsten Box drin ist. Ja, und danach ist Schluss. Danach ist Schluss mit der Pinkbox. Und wir geben einer anderen Box die Chance, mich zu beglücken. ja, also. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.